Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück in Sparta, in Imperator Rom, genau genommen im Cicero-Patch. Ja, wir sind immer noch dabei, hier alles Mögliche aufzubauen und ich habe mir so ein bisschen Gedanken über meine familiäre Situation gemacht, denn ich habe ja einfach nur die Unfähigsten der Unfähigen in der Erbreihenfolge. Und ich frage mich, ob ich da irgendetwas ändern kann. Nein, Alice, jetzt nicht. Ich gehe mal mit der Geschwindigkeit um eins runter. Ihn haben wir ja verheiratet, ne? Mit ihr. Sie gleicht so einige seiner Schwächen aus, aber er ist nach wie vor einfach total schlecht. Und er hat ja jetzt auch schon angefangen rumzunerven bezüglich seiner ich will einen Posten haben und so weiter und so fort. Jetzt habe ich festgestellt, dass hier seine Halbschwester sehr viel besser ist. Und zwar so ziemlich in allem. Die große Frage ist, wie können wir sie irgendwie auf den Thron hieven? Das ist das große Problem. Wir könnten sie verheiraten wiederum. Naja, aber das wäre dann wiederum diese Inzuchtnummer mit ihm hier, also dem zweiten in der Erblinie. Dann müssten wir ihn loswerden. Dafür müssten wir allerdings familiäre Ehe eingehen. Das wäre dann also quasi das da. In dieser Art der Nachfolge wird das älteste Kind des Herrschers unabhängig vom Geschlecht Primärerbe. Und um eine starke legitime Blutlinie zu sichern, ist es jedoch für königliche Geschwister üblich, untereinander zu heiraten, wodurch die Möglichkeit einer Befleckung der Linie vermieden wird. Ich würde aber mal sagen, wir probieren das aus. Wir machen das jetzt. Lasst uns in Sparta Inzucht betreiben. Das heißt aber, dass wir jetzt den jetzigen Erben loswerden müssen, damit das Mädel in die Erbfolge an zweiter Stelle rückt, wie ihr seht. Das heißt, sie muss dann am Ende im Idealfall, oh Gott, den Typen heiraten. Na, vielleicht auch nicht, aber sie wäre auf jeden Fall eine gute Herrscherin. Und wir bauen jetzt eine Flotte, um dem Klappspaten da einen Job zu geben, den er nicht überleben wird. So zumindest jetzt mein Plan. Mal gucken, ob der aufgeht. Ja genau, weil der Typ nervt nämlich hardcore rum. Ich werde deine... Ja, keine Sorge, ich werde deinem Wunsch werde ich bald entsprechen, ey, aber nicht auf die Art und Weise, wie du es gedacht hast. Denn, wenn ich mich recht erinnere, segeln ja eigentlich hier gerne mal Piraten rum, ne? Und es wäre unglaublich tragisch, wenn er irgendwie ums Leben kommen würde oder verschollen gehen würde. Oh nein! Niemand kann das wollen! ich muss ihn irgendwie loswerden, anders ist es nicht möglich. Ich meine, alternativ könnte ich, also er ist ja leider schon verheiratet, ne? Alternativ könnte ich ihn natürlich mit jemandem anderen verheiraten, aber das ist nicht momentan mein Bestreben, ihn irgendwie noch zu verheiraten. So, Sparta, zeig mal deine Bewohner her. Ah, wir haben bald hier wieder eine Assimilierung eines hebräischen Bewohners. Der wird dann ein Peloponnese. Dann haben wir nur noch zwei nur noch einen hebräischen Bürger. Wie sieht es momentan? Ja, wir könnten noch ein paar Sklaven mehr brauchen. Wir haben zu viele freie Männer. Dafür haben wir wiederum zu wenig von denen. Ja, aber das pendelt sich mit der Zeit schon ein. Den brauche ich denn? Ja, der Vernachlässigte. Jetzt fängt er an, schon jetzt anderen Leuten ins Ohr zu flüstern. Ey. Der fängt jetzt echt an, hier rum zu intrigieren. Du, guck mal, ich habe einen Job für dich. Wo bist du denn, Akrotates Agiat? Genau, hier, Sohn des Basileus. Der ziemlich gleichgültig ist. Ich habe da mal was für dich. Der schlechteste Admiral, den wir jemals haben werden. Aber bitte sagt's ihm nicht. Deswegen hat er auch nur das zweite Nautikon bekommen und nicht das erste. So. Ich habe eine ganz tolle Aufgabe für dich. Du darfst jetzt hier mal das Mittelmeer erkunden gehen. Komm, geh das Mittelmeer erkunden. Freu dich, du darfst was Tolles tun. Schau dich einfach mal um. Es wird sicherlich irgendwo was zu tun geben. Er weiß zum Glück nicht, dass es eine dumme Idee ist. Muss doch irgendwo Piraten geben. Bitte sag mir, dass es Piraten gibt. Was?
Feuer im Kornspeicher. Uns wurde berichtet, dass eines der Hauptgetreidelager von Provinz Lakonien gestern Abend zusammen mit einem Großteil der darin bestehenden Vorräte in einem unglücklichen Feuer zerstört wurden. Nein. Wir können die Lagerbestände wieder aufbauen, aber einige lokale Verwalter argumentieren, dass die Größe der Reserve nicht notwendig gewesen sei und sie das Geld lieber für andere Dinge ausgeben würden. Ich verliere Nahrung und verliere Geld. Kornspeicher ist ein wichtiger strategischer Grundstein. Oder es ist unklug, die Götter ein zweites Mal in Versuchung zu führen. Das heißt, es reduziert mein Nahrungslager um 50%. Ich meine, die Nahrung ist so oder so weg. Nee, ich baue den Scheiß wieder auf. Was für komische Ideen kommen die denn da bitte? Aber ihr seht, ne, da ist eigentlich genügend Nahrung trotzdem noch drin. Oder? Der Effekt müsste doch eigentlich sofort eingetreten sein. Was ist es am ersten? Nee, scheint alles okay zu sein. Keine Ahnung, wo wir diese Nahrung verloren haben. Aber eigentlich haben wir genug Nahrung. Es muss doch irgendwo Piraten geben. Irgendwo, irgendwen. Guck mal, das ist eine römische Flottille. Ja, Rom breitet sich auch langsam aber sicher gut aus. Außerhalb der Flottenreichweite. Oh, haben die jetzt hier verlost. Vielleicht werde ich ihn auch so los. Vielleicht kann ich ihn so versenken. Was? Flüstern im Dunkeln. Die größte Bedrohung für eine Nation kommt nicht von außen, sondern von innen. Die ständigen Machtkämpfe zwischen denen, die sich Erben nennen, verbrauchen unzählige Ressourcen und Leben. Unsere Spione am Hof sind sich sicher, dass Toeris agiert, eine Frau, die kein Geheimnis aus ihren Ambitionen für den Thron gemacht hat. Ja, ja, du sollst ja auch hoch. Pläne für die Zukunft schmiedet, um die Konkurrenz loszuwerden. Wir sollten ein achtsames Auge auf Toeris halten. Unsinn, wir sollten mehr Vertrauen in unsere Untertanen haben. Ja, sollten wir. Und der bietet seine Freundschaft an hier. Das nehmen wir an. Das nehmen wir an. Das ist einer von unseren Untertanenstaaten. Guck jetzt mal, wie lange es dauert, bis sein Schiff sinkt. Und er hoffentlich stirbt. Okay, wir haben jetzt also eine begrenzte Flottenreichweite, wie ich jetzt gerade eben sehe. Interessant. Treffen der Gedanken. Keine Ahnung, warum ich das jetzt hier bekomme, aber was soll's. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich gesagt, das ist. Also ich verstehe halt einfach nicht, als warum ich jetzt quasi jedes Mal eingreifen darf, obwohl ich eigentlich gar nicht eingreifen will. Toeris Agiat hat mehr und mehr Zeit mit unserem geschätzten Thronfolger Akrotatus Agiat verbracht. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Vielleicht haben beide WLAN irgendwie oder sowas. Da diese beiden natürliche Feinde sind, könnte es ratsam sein, sich mit der entwickelnden Situation besonders vorsichtig umzugehen. Leider konnten wir nicht viele Informationen darüber sammeln. Vielleicht können wir Akrotatus noch versuchen, sich nicht einzumischen. Ach, ich unternehme mal nichts. Was soll denn da schon passieren? Das sind bestimmt vernünftige Leute. So, das hier anmachen und wir machen immer wieder auf Steuern, liebe Freunde. Und ein Komplott. Also ein Appell, genau genommen. Von der Unterstützung ermutigt ist Toeris heute an unseren Basileus herangetragen und verlangt, dass wir ihr... dass sie mit einem feinen Geschenk bevorzugen. Er will damit offenbar Areus verärgern und einen Mitanwärter auf den Thron, vor allem er. Ne? Die Toeris. Also er, Toeris, will ein Geschenk haben. Bietet ihm einen Platz, der des Königs würdig ist. Vater verliert 29 Geld. Es gibt weniger Unruhen, allerdings auch weniger Steuern. Ein Privatpalast. Toeris, Tochter von Basileus, erhält 10 Loyalität. Areus verliert 20. Das momentane Komplott beenden. Oder gebt ihm eine großzügige Summe. Oder... Nee, warum soll ich das jetzt machen? Ohne Witz, das ist doch totaler Humbug. Folgt auf mich beinahe so, als das ist wie so eine Trotzreaktion. So, wir haben jetzt Anspruch auf Aetolien. Ist doch gut. Aber vorher müssen wir hier einen Kommandanten loswerden.
Gift. Oh mein Gott, wer ist tot? Bei einem kürzlichen Fest war unser treuer Untergebener Areus noch fröhlich und heiter. Bis er plötzlich von einer geheimnisvollen Weise krank wurde. Was, die hat ihren Vater vergiftet? Das wäre aber echt krass. Wir denken, dass er von denen vergiftet worden sein könnte, die um den Thron wetteifern. Wenn wir sein Leben retten wollen, sollten wir sofort Hilfe suchen. Ruft sofort einen Arzt. Toll, und er hält automatisch hirngeschädigt. Ey, ich krieg eine Krise. 50% Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt. Oder wie unpraktisch, macht weiter. Areus verliert 5 Beliebtheit. Areus, Sohn von Basileus, stirbt. Ach nee, das ist der andere Areus. Ah, der könnte jetzt sterben. Beende dann das Komplott. Dies wird das momentane Komplott beenden. Dies wird das momentane Komplott. Ja, da bin ich schon mal ein los. Schade. Leider der Falsche. Leider der Falsche. Vielleicht werde ich ihn jetzt auch noch los. Komm. Das muss doch möglich sein. Irgendwo hier müssen doch irgendwelche Piraten sein. Du bist der große Entdecker, Akrotatus Agiat. Akrotatus, der große Entdecker von nebligen Gewässern. Wo sind all die Piraten hin? Früher gab es doch mal so viele schöne Piraten. Jetzt würde ich mich über einen freuen. Es wäre so schön. Auf jeden Fall scheinen die Schiffe jetzt schon mal ordentlich Schaden zu nehmen. Was ich bevorzuge. Man kann nicht mal... diesen Sturm da, wenn man ihn braucht, ne? Ich will das Ding doch nur versenken, ey. Wenn der Typ wieder nach Hause kommt, ey, dann kriege ich auch Migräne. Das sage ich euch jetzt schon. Oh, wir haben rhetorische Fortschritte gemacht. Ausländische Ansprüche auf Lakonien. Moment. Polyrenien. Polyrenien? Wer ist denn Polyrenien? Polyrenien. Aha. Ihr seid aber mutig drauf. Ihr seid aber echt mutig drauf. Ihr habt verbesserte Meinung mit denen. Ein Bündnis mit Knossos. Knossos hat aber tatsächlich auch nicht zugelangt. Knossos, wie stark seid ihr denn? Ja, so ähnlich stark wie ich. Naja, wenn sie meinen, dass sie das machen wollen, dann ist das ihre Angelegenheit. Ich mache mal die Redekunst-Provinz-Investitionskosten. Also ich mache einfach mal das alles hier. Das sind alles Sachen, die gut sind. Wir sind derweil noch ein bisschen beschäftigt. Wir müssen nämlich eine Flotte versenken. Und haben derweil noch mal eine eigene Flotte aufgestellt. Oh, das Schlagen der Hufe. In den fernen Ländern, da wo die wilden Skythen reiten, gibt es Gerüchte über Krieg. Es ist ein heller Stern aufgetaucht, der den Dahernern eine neue Heimat im Süden verspricht, und Boten aus aller Welt bringen die Kunde von Vorbereitungen in der Steppe. Wir wären klug daran, unsere Situation zu überdenken. Selbst die stoischen griechischen Könige sollten diese Bedrohung fürchten, und eine Invasion der versprochenen Größenordnung könnte die Welt, wie wir sie kennen, destabilisieren. Ja, die daher sind zunehmend kriegerisch geworden. Sakya wird Klientelstadt von Parnien. Oh, es sind einiges hier. Klientelstadt von Parnien geworden. Es gibt hier echt keine Piraten mehr. Oh, da ist wieder jemand Wichtiges verstorben. Boah, da geht's gerade eben gut zur Sache hier. Unser Epistrategos. Unser also oberster Stratege, unser oberster Heerführer. Jetzt muss ich ja so einen mittelprächtigen Typen da einstellen. Nee, das kann ja wirklich echt nicht wahr sein. Komm, geh mal für mich Britannien entdecken. Wir alle brauchen dieses Britannien. Es ist wichtig. Und grüßen wir Boris Johnson, ne? So nach dem Motto. Ich glaube, ich bekomme mehr Schaden, wenn ich hier in diesem offenen Ozean fahre, ne? Also Küstenmeere sind kein Problem. Aber wenn ich jetzt hier in sowas reinfahre, dann kann es sein, dass... Genau, dann bekommen wir Zermürbung. Gucken wir mal, wie schlimm diese Zermürbung ist. Jeden Monat, ah ja, genau. Es ist einfach zeitlich.
Das ist ein zeitlicher Faktor, dass es hier zu einer Zermürbung kommt. Ja, komm, ich stelle den jetzt einfach mal da oben hin und ich hoffe, dass er untergeht. Hier, hier, jo. Was haben wir jetzt hier bekommen? Wir haben jetzt hier zivile Dinger da. Mehr Handelswert, das bringt uns mehr Geld. Baukosten können wir rekrutieren. Was ist denn das jetzt hier? Erstmal will ich hier die wichtigen Sachen. Mehr Bürger werden produziert. Jawollo. Und jetzt können wir uns das hier angucken. Eine schmachvolle Tändelei. Eine junge Frau namens Dorcas, die bisher wenig Beachtung hatte, ist im Palast von Sparta angekommen und trägt ein Baby, von dem sie behauptet, dass es der Sohn von Basileus Areus. Wer bestimmt. Was, von Basileus Areus dem Ersten ist? Nein! Unmöglich, wobei das Kind jetzt schon bessere Werte hat als alles andere, was wir kennen. Oh mein Gott, und das bei dieser unfähigen Mutter. Nach einem Kreuzfeuer ist klar, dass sie die Wahrheit spricht und das Kind aus einem unvorsichtigen Spaß bei einem Bankett resultiert. Wisst ihr, das sind so Sachen, da würde ich mir persönlich wünschen, dass es wirklich zu also einer Entscheidung ähnlich wie bei Crusader Kings gekommen wäre, dass ich dann wüsste, ja, stimmt, da kommt das her. Aber es sind halt lauter solche Sachen, die dich anspringen, wo du sagst, pff, ja, ich weiß davon nichts. Es ist jedes Mal so ein Überraschungsei. Gut, diese Informationen sind nur einigen der vertrauenswürdigsten Wachen und Berater des Basileus bekannt und es besteht kein Zweifel, dass dies sowohl die Legitimität des Throns schädigen kann, als auch die Gemahlin eine mögliche Nachfolge von Basileus verärgern wird. Wir können das Problem aus der Welt schaffen. Ja, die Theodote erhält dann mehr Loyalität. Allerdings werden wir auch tyrannischer. Haltet es geheim und macht, dass das Kind niemals nach etwas streben wird. Das macht die Theodote nur so einigermaßen loyaler, kostet allerdings einiges Geld. Das Baby hat königliches Blut. Das findet der Sohn nicht so geil und die Theodote auch nicht. Euhemeros wird von der Agiat-Familie adoptiert. Nahe Familienmitglieder und Thronanwärter Arius verlieren 40 Loyalität. Oder Dorcas und meine Gemahlin. Dieses Kind ist viel besser. Nein, ach, wir sind heute ohnehin schon dabei, jede Menge Leute umzubringen. Schafft das Problem aus der Welt. So. Wir sind gerade. Schade eigentlich. Wäre es früher gekommen, hätten wir darüber reden können. Ja gut, dich versenken wir jetzt hier gerade eben, ne? Das ist eine angenehme Angelegenheit. Also für uns, nicht so sehr für dich. Und wir haben jetzt endlich hier wieder 20.000 Mann unter Waffen, die permanenten Drill ausgesetzt sind. Und diesen Drill werden wir auch aufrechterhalten. Hier haben wir jetzt 10 von 10 Gebäuden. Wie sieht es denn eigentlich mit den anderen Gebieten aus? Hier haben wir jetzt inzwischen schon 13, da passen aber immer noch Leute rein. Ich weiß gar nicht, warum der eigentlich immer noch überhaupt da ist. Dass der nicht. Okay, er doch, er emigriert nach Sparta. Und zwar dauert es nicht mehr allzu lang, wie das aussieht. Im August wird er emigriert sein. Nee, ein freier Mann wird darüber emigrieren. Freier Mann emigriert. Warum ist da dieses Zeichen? Dareus ist auch noch argwöhnisch geworden. Das sorgt dafür, dass er mehr. Oh, er kann eher einkerkern. Na, das ist praktisch. Ich könnte einen Attentat planen auf den da. Was passiert denn, wenn ich das tue? Meine Typ geht mir ohnehin schon auf den Zeiger. Komm. Wir fangen jetzt an, einfach hier jede Menge. Im Alter ist er ein bisschen kirre geworden, der Typ, ne? Wir fangen jetzt an, hier wie wild Leute zu Attentätern. Seinen eigenen Sohn hat er auf eine Suizidmission geschickt. Eine viel aggressive Expansion, by the way. Also, wir sollten sowieso gerade ihm die Füße stillhalten. Die bringt uns nämlich auch nur Pech. Wie ihr seht. Also wir können auch gerade eben keinen Offensivkrieg spielen. Ich schick den Typen. Was ist denn da los? Oh! Ja, hi! Da ist gerade eben ein Vulkan ausgebrochen. Ja, der sieht aber friedlich aus. Okay, ja, man darf nicht vergessen, ne? Die gesamte griechische Zone ist eigentlich
eine ziemlich vulkanische. Das Interessante ist, ich krieg's gerade eben nicht mehr so ganz zusammen, aber auch gerade zum Beispiel Kreta. Ich war ja auf Kreta, also ungefähr hier so in dem Gebiet im Urlaub. Also genau genommen eigentlich sogar hier. Und also rechts von Hirapytna. Und das Spannende ist, das ist eine reine plattentektonisch aktive Insel. Ne? Also ein Teil dieser Insel, ich glaube, dieser Teil hier, der wird in den nächsten Jahrtausenden versinken im Meer, schlüpft also quasi unter die andere und die andere erhebt sich immer mehr. Also es ist ganz komisch. So, Olympia beendet. Klar haben wir keinen Gewinner. Bei den Leuten, die wir hinschicken, brauchen wir uns darüber nicht wundern. So. Machen immer noch einen Haufen Geld. Endlich mal. Und wir haben religiöse Fortschritte. Sehr gut. Aber ich will eigentlich jetzt erstmal kurz mal in die Wirtschaft gucken. Der Tributstaat. Ich könnte mehr Tribut verlangen. Nee, das müssen wir nicht. Festungsunterhalt erhöht die Garnisonsgröße und die Festungsverteidigung, aber auch den Unterhalt ordentlich. Und wieder ist jemand Wichtiges tot. Unser Trophäus ist tot. Dann nehmen wir mal den da. Der ist ja gar nicht mal so unfähig. So, was macht Sohnemann? Sein Schiff immer noch nicht gesunken. Ist gerade mal halb kaputt, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nirgendwo hat es Piraten gegeben. Das müssen wir das tatsächlich den Ozean selber erledigen lassen und die Entropie. Er hat jetzt auf jeden Fall einen Posten als Entropietester bei uns. Flottenmoral und Stammesmedien, Zufriedenheit, Staatsreligion kann ich machen. Die Kurzschrift, was auch immer eine Kurzschrift ist. Warte mal. Die Stenografie, ach so, die Stenografie, bekannte Praxis, Texte zusammenzufassen, die sonst viel Zeit und Platz beanspruchen würden, entstand in Griechenland. Sie verbreitete sich schnell in wichtige Reden oder Ideen fest, also um Reden und Ideen festhalten zu können. Ja, komm, ich kaufe mir all das. Flottenmoralerholung nehmen wir auch noch mit. Kostet uns ja nichts. Geld haben wir sowieso zuhauf. Schuld gegenüber Veteranen. Nach Kriegen, Mühsal und Elend blicken die Veteranen unserer Armee mit hoffnungsvollen Augen in den Ruhestand. Ein Leben auf dem Land mit versprochenem Ackerland, wobei die Besten das Wertvollste erhalten. Jüngste Umstände haben dazu geführt, dass große Scharen unseres zurücktretenden Soldaten nach diesem ruhigen Leben gerufen haben und Rat von ihren Generälen und Führern erbeten haben. Nikostratos, Pylachit wurde im Namen unserer Generäle ernannt, um ein komplexes Arrangement auszuhandeln, mit dem wir unsere müden Veteranen beruhigen und ihnen eine Belohnung geben können. Wir sollten sehr vorsichtig sein mit dem, was passieren könnte, wenn wir ablehnen. Wir können ihnen zumindest etwas anbieten. Ihr habt nicht genug Ackerland, um unsere Veteranen zufriedenzustellen, aber ihnen das zu geben, was wir haben, wird sie zumindest teilweise beruhigen. Das ist das eines der seltsamsten Events überhaupt, weil es überhaupt keinen Grund gibt, das hier nicht zu wählen. Kommandanten mögen Bestechungen, nicht wahr? Pff, ja, aber warum sollte ich jetzt hier mir für 4 Jahre niedrige Moral geben? Oder sogar noch schlimmer? Ganz im Ernst, ich gebe ihnen halt das, was ich habe. Keine Ahnung, ich habe nie irgendwie, egal wie groß mein Land war, jemals irgendwie ein Event bekommen, so nach dem Motto, yo, du hast genug Land, die Leute freuen sich. Das scheint nicht. Zumindest scheint es nicht geplant zu sein vom Spiel. Ich weiß es nicht. So, zweite Nauticon ist immer noch hier am Darben, wie es sich gehört. Wir warten hier immer noch darauf. Ich bin jetzt mal überlegen, was wir jetzt hier machen wollen. Wir können hier theoretisch, also das ist ja nach wie vor Ackerland. Lokale Sklavenproduktion wäre natürlich nicht schlecht. Wir machen Ackerland hier drauf. Das sorgt einfach dafür, dass wir noch mal ein bisschen mehr Nahrung hier rausholen. Ich fände es halt auch cool, wenn man Nahrung irgendwie verkaufen könnte. Ich meine, Nahrung ist ja zu der damaligen Zeit. Also, ich weiß, dass Rom gewaltige Mengen Nahrung zum Beispiel auch aus Ägypten gekauft hat und so. Das wäre eigentlich etwas, was ich mir wünschen würde. Aber immerhin haben sie jetzt Nahrung schon mal eingeführt. So nach dem Motto so, keine Ahnung, ich verkaufe. Wie ihr seht, also wir machen momentan hier. Moment, wie viel machen wir denn netto? 16. Also nach dem Motto, ich verkaufe 10 Nahrung pro Monat oder sowas in der Art und Weise, ne?
Das wäre eigentlich so eine coole Sache. So, wir haben jetzt übrigens hier für 48 Monate gelagerte Nahrung bereits schon. Das ist cool. Vielleicht geht da sogar noch mehr mit der Zeit. Was ich allerdings auch noch sparen will, warte mal, wir haben jetzt hier schon mal diese Provinz. Argos. Argos, du alter Lump, hast jetzt hier einen Anspruch erhoben. Und auf wessen Gehaltsliste stehst du? Makedonien. Bist aber gerade eben im Krieg mit Phrygien, Athen und Äolien. Na, du scheinst ja gerade eben keine Langeweile zu haben. Warum du das dann trotzdem tust, ist mir ein Rätsel. Was ist hier los? Hat sich auch noch nichts verbessert. Nö. Also ich bleibe jetzt hier einfach mal diese kleine Lokalmacht fürs Erste und kümmere mich um meine Familie. Oh, Attentat erfolgreich. Wie schön. Wir wurden darüber informiert, dass Theokritos letzte Nacht brutal in seinem Haus ermordet wurde. In seinem Haus, genau. Wir nannten den Kerker sein Haus. Das hat ihm sehr gut gefallen. Die zuständigen Ermittler haben berichtet, dass das Verbrechen mit einem Streitkolben durchgeführt wurde. Haben unsere Wachen Streitkolben? Nein. Dass Arius, wir wissen, dass Arius der Erste diese Waffe gerne mit sich trägt. Jedoch haben wir keine Beweise dafür, ihn mit dem Verbrechen in Verbindung zu setzen. Unabhängig davon sollten wir dennoch wachsam sein. Ja. Genau. Wir sollten dennoch wachsam sein. Bestimmt. Auf jeden Fall. Was? Mord? Wer ist denn jetzt schon wieder getötet worden? Oh Mann. Wir wurden darüber informiert. Also wenn hier jemand mordet, dann unser König und sonst niemand. Auf jeden Fall. Ja, also wir können nichts machen. Das ist ja das Problem. Also es wurde, so wie es aussieht, Eukrates Epandrit ermordet. Mit einem scharfen Schwert, das anscheinend der Typ hier gerne bei sich trägt. Gucken wir mal, wer das ist. Wer ist denn das? Er gehört zur Phylarchid-Familie. Hat keinen Vater und keine Mutter. Jetzt sehen wir schon, keine Erziehung der Typ. Nee, es scheint einfach nur total. Also er gehört. Was, er ist ein heimlicher Grubenkämpfer? Okay. Ist aber auch einigermaßen gut in Kriegskunst. Wird ihn am liebsten beobachten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das war unser ziviler Forscher. Sag mal, ey, unsere Forschung geht auch immer mehr den Bach runter, ne? Die Leute werden immer unfähiger, die wir da einstellen können. Wir hatten mal so gutes Personal, aber das ist heutzutage schwer zu bekommen. Boah, bald ist es soweit, bald ist es soweit. Oh yeah, bald ist es soweit. Warte mal, kann ich dieses eine? Nein, das ist das falsche Schiff. Und nicht sein, dass er immer das Beste nimmt. Yes. So, du fährst jetzt wieder nach Hause, du anderes drittes Nautikon. Vielleicht schaffst du es ja sogar noch. Hätte eigentlich nie quasi mit mehreren Schiffen dahin fahren müssen. Er steht jetzt. Also wenn das jetzt klappt, ey, dann haben wir echt eine neue Möglichkeit gefunden, Charaktere loszuwerden. Mal gucken, ob das geht. Noch 2 Monate. November ist Stichtag. Wobei jetzt Stichtag jetzt an diesem Zusammenhang nicht so hundertprozentig passen will. Okay, der berühmte Androsthenes Epandrit. Einige sagen, dass es in Sparta eine Konstante gibt. Ja, ich lade ihn sein Bankett ein. Will ich den Typen überhaupt? Er ist das Oberhaupt der Epandrit-Familie. Ist die Epandrit-Familie für uns überhaupt von Belang? Die Epandrit. Ja, die ist schon ordentlich groß. Was haben. Wisst ihr, was ich einfach cool fände, wenn da in diesen Gesichtern irgendwelche Zeichen dran wären, um zu sehen, wer von denen welche Posten hat? Aber ich gucke mal gerade eben. Regierung, Ämter, Epandrit. Der ist ein Epandrit. Der ist keiner. Der ist keiner. Der ist keiner. Der ist keiner. Der ist Epandrit. Wir haben 3 Epandrits. Ja gut, dann machen wir doch mal Freundschaft mit dem. So. Kann man doch mal machen. So Leute, und jetzt gucken wir uns noch mal an, was denn der November so bringt. November Rain. Jawohl, das ist ein Sturm. Oh yeah. Wieder einer tot. Warum versinkst du nicht, du blödes Schiff? Jetzt ist es auf 2% runter. Ich muss gerade eben hier noch mal jemanden einstellen. Versinke! Versinke!
Scheint nicht jeden Monat hier diese Schaden zu geben, sondern nur hin und wieder. Also ich erwarte jetzt, dass dieses scheiß Schiff sinkt. Wow, wir haben wieder mal Autonomie. Die fleißige Volk hat sich selbst übertroffen, mit persönlichen Mitteln die Infrastruktur der Stadt zu entwickeln. Wir hoffen, dass diese Einstellung einigen wenigen loyalen Untertanen übernommen wird. Wunderbar. Was bekomme ich denn jetzt hier? Hä? Seltsames Teil. Ich nehme die Manpower. Das war ein sehr, sehr seltsames Event. Ich glaube, weil ich ja nichts mehr bauen kann, kam da einfach ein Fehler. Könnte dieses Ding jetzt endlich mal sinken? Sinke. Sinke. Ich habe das Gefühl, das geht so nicht. Ist das andere gesungen? Ist das unterwegs? Das ist bei 1%. Scheinbar können die nicht sinken. Das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Mano. Okay, so geht's anscheinend nicht, liebe Leute. Dann suche ich mir doch mal einen Piraten oder sowas in der Art. Ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, ne? Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Schöne Zeit bis dahin. Tschüssi und Ade.